Einen schönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zum Marktanalyse-Live-Webinar für heute, den 5. Juni. Wir schauen mal wieder auf die Märkte, schauen, was passiert ist. Einiges haben wir gesehen im Vergleich zur letzten Woche. Der DAX und Co., die erst einmal gebeutelt wurden, Mitte letzter Woche bis eben jetzt Anfang dieser Woche und dann jetzt eine Erholungsbewegung angesetzt haben. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf Einzelwerte und haben da also einiges vor in der nächsten Stunde. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen und dass auch das Bild okay ist und ich sehe auch schon, das passt sehr gut. Dann können wir nämlich loslegen. Erstmal mit dem Disclaimer. Das nämlich alles das, was ich euch hier sage und zeige, nur der Information und Demonstration dient und damit eben kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellen soll. Und dann gehen wir direkt ins Thema hinein, ins erste, DAX und Co. Wir schauen uns also die Indizes an, die Dinge, die hier spannend sind und wo wir unbedingt auch drauf achten sollten. Also der Trading Desk, den ich jetzt hier mal in den Vordergrund rücke, da sehen wir mal den DAX natürlich zum Anfang, den ich jetzt hier aufmache, erst einmal im Wochenchart, um dann auch mal eine Standortbestimmung mal wieder zu machen. Hier sehen wir ganz gut, dass der DAX letzte Woche große rote Kerze, die wir gesehen haben, also die auch in Richtung 11.700 Punkte heruntergeführt hat und in der Woche, die wir jetzt eben sehen, dass wir eine Erholungsbewegung erst einmal gestartet haben. Bis jetzt zur Wochenmitte hin und das sieht dann natürlich auch groß und grün aus. Also 11.663 der Wochenschlusskurs von letzter Woche und von da an sind wir auch erst einmal eben auf diesem Niveau gestartet und dann jetzt knacken wir oder zumindest sind wir gerade dran wieder an der 12.000er Marke. Was wir ganz gut sehen, der DAX hier im Wochenchart, einmal, dass wir hier die blaue Linie, das ist die 45-Wochen-Linie, die mehr oder weniger ja so ein ganzes Jahr dann auch darstellt, was eben auch tatsächliche Handelstage angeht. Da sind wir eigentlich genau dran gewesen, letzte Woche und diese Woche an den Tiefs und erst einmal davon abgeprallt. Gleichzeitig da auch die 20-Wochen-Linie, wenn wir die Bollinger-Bänder nehmen, auch hier eben diese Geschichte, die wir hier gesehen haben. Also da auch erst einmal von nach oben abgeprallt. Allerdings, und das muss man auch sagen, dass wir eben hier ein schlechtes Zeichen gesehen haben, schon vorher Anfang Mai, wie es eben so schön ist, immer wieder Sell in May die Geschichte. Wir haben im mehr oder weniger in der letzten Handelswoche im April haben wir erst einmal die Hochs gesehen, da in Richtung 12.430 Punkte und dann ging es erst einmal deutlicher abwärts. Und so muss man sich natürlich nun fragen, wie sieht es denn da jetzt aus? Die Standortbestimmung, war es das erst einmal mit dem Aufwärtstrend? Ist der gebrochen? Gehen wir jetzt also erst einmal weiter eine Etage tiefer oder aber ist erst einmal alles intakt und es geht dann doch weiter nach oben. Die Standortbestimmung im Wochenchart sieht erstmal so aus, wenn wir uns einfach mal mit dem bloßen Auge der ganzen Sache nähern, dann sehen wir, dass wir immer wieder bestimmte Tiefs, Zwischentiefs ausgebildet haben, von dem Tief 2018 aus gesehen, dass wir da unten bei 10.280 Punkten hatten. Dann haben wir in der Folge immer wieder höhere Hochs und höhere Tiefs gemacht. Und hier sehen wir zumindest das, wo wir etwas deutlicher immer wieder korrigiert haben im Wochenchart. Da war das letzte höhere Tief hier in der Richtung. Und das sind die 11.300 Punkte. Also auf, von der Warte her gesehen im Wochenchart sieht das hier noch nach einem Aufwärtstrend aus, der
eben noch nicht so dargestellt ist, dass er gebrochen worden ist. Auf der anderen Seite, und das deutet sich hier an, gleichzeitig haben wir im Wochenchart hier schon ein quasi 1, 2, 3 nach unten gemacht, also einen Abwärtstrend etabliert gleichzeitig, ohne dass wir diesen Aufwärtstrend schon gebrochen haben. Also 11.300 ist da einmal eine kritische Marke. Im Vorfeld natürlich die angesprochene 52 bzw. 45 Wochenlinie und 20 Wochenlinie, wo wir jetzt hier letzte und diese Woche erstmal abgeprallt sind. Und das wird dann eben auch im Wochenchart über den weiteren Verlauf entscheiden. Wenn wir den Tageschart bemühen, dann sehen wir noch deutlicher dieses abwärts gerichtete 1, 2, 3, also diesen leichten Abwärtstrend, der sich jetzt hier etabliert hat und der zur Vorsicht mahnt. Also mal schauen, ob und wie weit der DAX da noch weiter nach oben laufen kann, richtungsweisend, um eben dieses abwärts gerichtete zu durchbrechen, müssten wir die 12.300 Punkte Marke nach oben eben auch wieder knacken. Also da hat oder hätte zumindest der DAX noch einige Hausaufgaben vor sich. Ich blende gleichzeitig mal die 200-Tages-Linie ein und hier sehen wir eben auch das, was wir im Wochenchart auch schon gesehen haben, eben hier diesen Abpraller nach oben, die 200-Tages-Linie, die eben da auch irgendwo im Bereich von 11.600 Punkte sich bewegt, in blau jetzt hier dargestellt. Und da haben wir erst einmal Halt gefunden, muss man sagen, und wir sind nach oben gelaufen. Was der DAX jetzt hier gemacht hat? Kurslücken geschlossen. Das sehen wir hier auch ganz deutlich, also immer wieder diese Lücken zwischen Schluss- und Eröffnungskurs, die wir in den letzten Tagen immer mal wieder ausgebildet haben. Da hat der DAX jetzt hier die Reise sozusagen so vollzogen, dass er die zugemacht hat, bis auf eine, die wir hier oben eben in Richtung der 12.300 bis 12.340 Punkte haben. Die steht da noch aus. Mal gucken, ob wir tatsächlich da nochmal hinlaufen sollten oder aber wie die ganze Geschichte jetzt noch vonstatten geht. Also erst einmal runtergelaufen der DAX. Jetzt hat sich da im Anschluss eine Erholungsbewegung etabliert und auch da wieder ganz interessant. Sozusagen das Lieblingssignal von Marktanalyse Live, von dem Webinar hier, was ich immer wieder für Indizes vorstelle. Wir haben einen Eröffnungskurs außerhalb der Bollinger Bänder gehabt. Und dann in Gegenrichtung bei Indizes, das ist immer wieder eine Chance, das kann lukrativ sein und so war es eben jetzt auch hier wieder. Wenn wir uns den Montag anschauen, was hat der DAX da gemacht? Er hat da außerhalb der Bollinger Bänder, des unteren Bollinger Bandes eröffnet und hat sich im Tagesverlauf dann so stabilisiert, dass wir eben hier von dem Tief 11.660 Punkte hochlaufen und dann eben jetzt auch die 12.000 Punkte Marke im heutigen Handelsverlauf geknackt haben. Also da hat sich wieder eine solche Trading-Gelegenheit geboten und in dem Falle auch wieder gelohnt, genauso wie wir es hier vorher schon gehabt haben. Auch an der Stelle, dass wir einen Eröffnungskurs außerhalb der Bänder hatten. Das war im März noch der Fall in Richtung 11.306 Punkte. Hatten wir da ein Tief am 25. Und von da aus ging es erstmal kontinuierlich nach oben. In dem Falle sogar so weit, dass wir hier auch neue Jahreshochs gemacht hatten. Wie weit das jetzige natürlich läuft, ist da natürlich noch eine Frage, die in den Sternen steht, die wir in den nächsten Tagen sicherlich auch gut beobachten können, ob wir also hier
insoweit weiter nach oben gehen, dass wir auch dort nochmal die Hochs angehen können in Richtung 12.500 Punkte, oder aber brechen wir vorher schon wieder ab. Die heutige Kerze, ein Doji, also Eröffnungs- und Schlusskurs ungefähr auf einem Niveau, 11.980, 11.985 Punkte, die beiden Kurse Eröffnung und Schluss, und insofern hat sich dort nicht so viel getan. Im Handelsverlauf hatten wir natürlich andere Hochs und Tiefs, aber das deutet erstmal eine abwartende Haltung der Marktakteure an. Gleichzeitig genau an der 20-Tages-Linie, wo wir uns dort dann eben auch bewegt haben. Also da ist die Kuh noch nicht vom Eis, was die Risiken angeht, was eben hier das abwärtsgerichtete 1, 2, 3 angeht. Und wenn wir eben einfach mal die Trendgeschichte uns anschauen, in welchem Trend befinden wir uns jetzt einfach? Seit Anfang Mai hat sich jetzt hier jüngst ein Abwärtstrend etabliert. Und da müssen wir immer wieder vorsichtig sein, der ist eben erst gebrochen, wenn wir die 12.300 Punkte Marke nach oben hin durchbrechen. Und was für die Kurslücken nach oben auch gesagt wurde, gilt genauso für die Kurslücken nach unten. Hier gibt es auch noch eine zum Beispiel. Also die wurden noch nicht geschlossen, die sich hier im Bereich von 11.500 Punkten auch bewegt. Und die haben wir also auch noch vor der Brust. Das muss man eben auch noch dazu sagen. Weiterhin ein Grund zur Vorsicht ist die Volatilität, die ATR, die durchschnittliche Handelsspanne, 172 Punkte haben wir hier aktuell, also erhöhtes Risiko, was das andeutet. Wir sind über der 150-Punkte-Marke, hier sollten wir also auch auf der Hut sein. Wenn wir uns das anschauen, das Niveau hatten wir das letzte Mal eben auch deutlicher noch überschritten, da waren wir eben im letzten Quartal 2018 unterwegs, und was da passiert ist, haben wir alle gesehen. Wir sind da deutlichst runtergelaufen von Oktober bis Dezember, und wo wir erst bei 12.000 Punkte noch im Oktober waren, sind wir dann, wie gesagt, runter bis in die 10.280 Punkte Marke gefallen. Und insofern eine solche Volatilität, wenn sie jetzt weiter nach oben geht, wenn die durchschnittlichen Handelsspannen weiter steigen, gibt es die Tendenz eher in Richtung fallender Kurse. Das sollten wir auch auf dem Schirm haben. Und so sind eben auch die Risiken nicht vom Tisch, wenn wir uns das fundamental anschauen und damit auch mal einen Blick über den großen Teich werfen nach Amerika. Da haben wir ja die Twitter-Tirade Trump, die immer wieder loslegt und sich eine Baustelle nach der anderen eröffnet. Und das sind natürlich hier die großen Risiken, die sich da weltweit für das Wirtschaftswachstum auch andeuten. Und wo Trump sich da möglicherweise auch verhebt und verspekuliert, denn er macht gerade sozusagen Streitigkeiten oder Kriege an allen Fronten auf. Egal, ob es Handelsstreitigkeiten sind, China, EU hatten wir, jetzt hat er eben bei Mexiko angekündigt, dass da im Juli oder Juni besser gesagt hier die Zölle erhöht werden sollen aufgrund der Migrationsbewegung dort, der Illegalen, die stattfindet, und er eben Mexiko so die Pistole auf die Brust setzt und sagt, wenn ihr das nicht stoppt, dann werden die Zölle Monat für Monat um 5% angehoben, bis wir bei 25% sind, und hat eben da genau das nächste Fass aufgemacht. Und dann jüngst auch noch Indien den Status des Schwellenlandes, des Entwicklungslandes entzogen und dort auch Zölle erhoben. Also er macht dort eben einen
Schauplatz auf nach dem anderen, ohne dass überhaupt einer schon abgearbeitet wäre. Und das sind natürlich auch diese Dinge, die die Marktteilnehmer verunsichern und die dann eben am Ende des Tages sich so widerspiegeln in einer steigenden Volatilität. Was macht der Mann als nächstes? Man weiß es nicht genau. Und das ist eben genau diese Gefahr, die hier unkalkulierbar ist. Das kann man hier ganz klar sehen. Und dann sind es ja natürlich auch nicht nur Handelsstreitigkeiten, sondern eben auch tatsächliche Militäraktionen, die dort auch noch folgen könnten. Also das heißt, auf der Hut sein, wenn wir uns hier mit den Risiken beschäftigen. Die Ampel ist mal mindestens auf Gelb. Wenn wir hier jetzt auch noch die 200-Tageslinie im DAX unterschreiten sollten, dann springt die Ampel auf Rot. Und apropos 200-Tageslinie unterschreiten, das ist hier auch so eine Sache, die passiert ist im Dow. Die erst einmal passiert ist und die dann eben auch Rückhalt mehr oder weniger geboten hat. Also ich mache die auch mal blau. Wenn wir jetzt also den Dow Jones uns anschauen, dann sehen wir die 200-Tageslinie erst hier Mitte Mai, 13.05. Da waren wir genau dran. Die hat erst einmal gehalten. Dann sind wir im Verlauf immer weiter nach unten gelaufen und haben eben die 200-Tageslinie nach unten verlassen. Jetzt in den letzten Tagen eine Erholungsbewegung gestartet und erst einmal die 200-Tageslinie zurückerobert. Aber wenn man sich hier so die Kerzen anschaut, das sieht hier auch ziemlich nach Flickenteppich aus, was der Dow hier fabriziert und dort ja immer wieder auch Kerzen mit kleinem Kerzenkörper, zeugt eben von der Unsicherheit der Marktteilnehmer, immer mal wieder gepaart mit dann entweder stark nach unten laufende Kerzen, also rote Kerzen, oder eben jetzt auch wie gestern eine große grüne Kerze. Und was wir hier eben auch wieder gesehen haben, genau das, was ich im DAX angesprochen habe. Wer Trading-Möglichkeiten sucht bei Indizes, der sollte nicht auf die Bollinger Bänder verzichten, denn hier war genau das gleiche Bild. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, eine komplette Kerze außerhalb der Bollinger Bänder, also auch ein Eröffnungskurs außerhalb der Bollinger Bänder im Dow. Und hier sind wir dann auch von dort aus erstmal wieder reboundartig nach oben durchgestartet. Also das eine sehr lukrative Geschichte immer wieder, die zwar keine hundertprozentige Trefferquote aufweist, aber wo gibt's das auch schon am Markt? Trotzdem eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und so ist es eben jetzt hier auch beim Dow. Wenn wir uns den Tageschart anschauen, zwei große Probleme, die aufgetaucht sind. Aufwärtstrend gebrochen. Ich habe hier mal die graue Linie dargestellt. Und wo ich jetzt den Pfeil platziere, das war das zyklische Tief, auf das wir achten mussten seit der Aufwärtsbewegung Ende 2018, die da eingesetzt hat. Das war das sozusagen jüngste zyklische Tief, was den Aufwärtstrend dann eben charakterisiert hat. Da sind wir erst Mitte Mai am 13. von abgeprallt nach oben hin und haben das aber jetzt in der letzten Woche unterschritten. Also weit drunter daneben auch noch gelaufen und damit den Aufwärtstrend gebrochen, gleichzeitig eben den Abwärtstrend etabliert mit einem Failure Swing. Also hier haben wir nochmal eine Zwischenerholung gestartet, bevor wir den Aufwärtstrend durchbrochen haben, sind aber eben nicht mehr bis zu diesen Hochs gekommen, die wir noch am 1.5. ausgebildet haben und dann in der Folge weiter runtergestürzt, diese graue Linie, also den Aufwärtstrend gebrochen und damit gleichzeitig den Abwärtstrend etabliert. Das wäre erst vom Tisch, wenn wir hier wieder in Richtung 26.000 laufen würden. Insofern, da wäre eben noch einiges an Kurs nach oben hin wettzumachen, damit das eben gelingt. Die gestrige große grüne Kerze
und da auch mal den fundamentalen Blick drauf geworfen, genauso wie im DAX. Die FED und da eben in Person vom Chairman sozusagen von Jerome Powell hat signalisiert, dass sie sich eine Zinssenkung vorstellen kann. Die Märkte haben das erstmal gefeiert in der ersten Bewertung. Mal schauen, wie dann eben auch die zweite Bewertung aussieht. Denn Zinssenkungen deuten eben immer wieder an, dass das Wirtschaftswachstum nicht das ist, was man sich vorstellt. Also, dass wir hier eher eben in der Tendenz, wenn dann es tatsächlich zu einer Zinssenkung kommen sollte, wir mit schwächerem Wachstum rechnen sollten. Und Wachstum ist natürlich das, was Aktienmärkte eigentlich antreibt. Und wenn es soweit kommt, dann heißt es eben hier bei der Zinssenkung aufpassen, wie dann eben vielleicht nicht die erste, aber die zweite Reaktion ausfällt. Und wenn wir das dann gepaart haben mit eben hier auch einem tieferen Tief, das dann auch passieren kann, entsprechend auf der Hut sein. Und so ist es genauso im Dow wie im DAX. Hier ist die Ampel auf Gelb. Wenn wir hier die 200-Tages-Linie nochmals unterschreiten, springt sie auch direkt wieder auf Rot. Ja, und hier haben wir eben auch seit Anfang Mai eben eine steigende Vola erlebt. Wenn sich das auch noch weiter so darstellt, dann heißt es eben auch hier weiterhin auf der Hut sein. Also die Ampeln, die sind jetzt eben nicht mehr auf Grün, sie sind auf Gelb gesprungen. In den Sommermonaten ist das ja auch immer so eine Sache. Und insofern in der Summe heißt es hier die Risiken auf jeden Fall nicht aus den Augen lassen. Wo man bei solchen Abschwüngen auch immer wieder darauf achten sollte, ist auch mal zu schauen, fließt das Geld denn woanders hin? Also sprich, wie sieht denn das aus mit dem in Anführungszeichen sicheren Hafen Gold? Und da sehen wir eben auch, dass Gold in den letzten Tagen auch deutlich angesprungen ist. Und mal schauen, ob Gold es hier schafft, die 1346 Punkte oder Dollar besser gesagt zu überwinden. Das hieße eben hier, Kapital wandert hier in den in Anführungszeichen sicheren Hafen Gold, was wir hier gesehen haben in den letzten Wochen, war hier eher so ein Keil, so eine keilartige Formation, wo wir jetzt ausgebrochen sind nach oben hin. Also Gold wurde angesteuert. Zum einen, wenn wir uns den Bund anschauen, der ist hier ganz stark auf dem Weg nach oben. Also der Bund steigt, die Renditen fallen von den Staatsanleihen, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika. Und wenn da eben hier die Kohle dort reinwandert, heißt es hier auch eben die Vorsicht auch im Aktienmarkt walten zu lassen. Und dann auch noch als nächster Punkt der Ölpreis. Wenn wir immer wieder so einen rapide sinkenden Ölpreis haben, dann sehen wir eben auch solche Turbulenzen, die auftreten können am Aktienmarkt. Und wenn man sich das historisch betrachtet, dann sind auch große Crashs, ja, davon sind wir erstmal noch etwas weiter entfernt, aber große Crashs auch immer wieder einhergehend gewesen mit einem sinkenden Ölpreis. Auch das, was wir 2015 gesehen haben, die China-Krise 2015, 2016, was haben wir gesehen? Einen stark fallenden Ölpreis sogar hier im Vorfeld. Was haben wir gesehen 2008 und 2009? Einen stark fallenden Ölpreis. Was haben wir dann eben auch hier im Jahr 2000 und vorher schon in der China-Krise oder Asien-Krise besser gesagt, 98 gesehen, einen fallenden Ölpreis. Und dann eben hier auch schlussendlich, als wir den starken Rücksetzer, die Dotcom-Bubble hatten, auch hier einen deutlicheren Rücksetzer beim Ölpreis. Insofern hier drauf schauen, insbesondere, jetzt haben wir erst einmal mit einem Schwung, ich habe das jetzt mal mit dem einen Pfeil angedeutet,
Ich mache die anderen beiden mal weg. Mit einem Schwung hier dieses Tief unterschritten. Was hier jetzt noch fehlt, ist auch tatsächlich einen Abwärtstrend von diesem Hoch hier oben angesehen zu etablieren. Und wenn das passieren sollte, dann heißt es auch hier, sollten die Alarmglocken angehen. Also insofern Intermarket-Analyse auch immer wichtig, um mal zu schauen, wo stehen wir eigentlich? Stehen wir am Aktienmarkt? Wo stehen wir da eben auch im Vergleich mit anderen Märkten, mit den Anleihemärkten, mit Goldmärkten, mit dem Ölmarkt beispielsweise? Also erstmal dort wenig, was sozusagen Freude bereitet, wenn man mal einen Blick auf den Marktvergleich wirft. Und das heißt, an der Stelle eben auch sich zu überlegen, wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn ich trade? Wenn ich mir neue Aktien anschaue, die ich mir ins Depot legen möchte, mache ich das jetzt, warte ich erst einmal oder gehe ich vielleicht auch die Short-Richtung ein? Das sind ja natürlich Überlegungen, die man sich da immer anstellen oder den man für sich eben immer wieder anstellen muss. Und insofern hilft ein solcher Blick immer wieder. So, jetzt schauen wir erstmal auf unsere Kategorie Zukunftstrends und neue Hochs. Also wir schauen uns dann trotzdem mal an, welche Aktien können denn hier den Markt outperformen. Die gibt es ja auch immer wieder, mal mehr, mal weniger natürlich. Also wenn wir hier neue Hochs haben, obwohl der Markt schlecht ist, umso erstaunlicher und vielleicht umso erstrebenswerter, solche Aktien dann auch tatsächlich sich anzuschauen. Und wenn wir uns das angucken, hier sind die Listen, die haben jetzt hier auch direkt schon geladen. Und was sehen wir? Hier die großen Trends der letzten Monate. Wasseraufbereitung, hier sehen wir American Water Works, Aqua America machen neue Hochs und einige andere eben auch. Hier, das ist eben das Thema schlechthin, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Aqua America jetzt hier auch mitten im Ausbruch auf neue Hochs. Da haben wir die alten Hochs von 2017 jetzt geknackt und sind da nach oben ausgebrochen. Also eine Ausbruchssituation an der Stelle ist ja natürlich auch umso interessanter. Dann das Thema Müllentsorgung. Wenn wir uns das anschauen, haben wir hier auch einige Aktien, die da unterwegs sind. Hier zum Beispiel Waste Management, die ja auch schon einen erheblich starken Aufwärtstrend hier seit Jahren hinlegen. Wenn wir uns das anschauen, 2013 waren wir noch irgendwo im Bereich von $30, jetzt sind wir bei 112. Also die gehen hier eine Vervierfachung an, wenn sie noch in Richtung 120 steigen sollten im Vergleich zu 2013. Dann hier eben auch Casella Waste Systems, Republic Services oder auch Tomra Systems aus Norwegen, die hier auch eine Rolle spielen, was auch neue 52-Wochen-Hochs angeht. Müllentsorgung, Recycling, diese Geschichten, die wir hier auch eben am Aktienmarkt sehen, die laufen. Welche Trends gibt es noch? Was sehen wir hier auch noch, wo vielleicht die ein oder andere Aktie auch Branchenvertreter sozusagen noch mit dabei hat? Und wenn man sich das anschaut, einmal eHealth, Cerner Corp oder auch CompuGroup aus Deutschland, neue Hochs. CompuGroup hat jetzt hier auch eine starke Aufwärtsbewegung hingelegt seit Ende 2018, wo wir unter 40 Euro waren. Ist die Aktie jetzt bei 63,72 und hat da eben im Verlaufe der letzten Wochen auch hier die neuen Hochs geknackt. Die 60-Euro-Marke, die auch da eben Anfang 2018 erst einmal für einen Widerstand gesorgt hat, nach oben hin geknackt und jetzt hier in den letzten Tagen, gerade in den letzten beiden Tagen, eben eine starke Aufwärtsbewegung
auch aufgezeigt hat. Und dann auch noch diesen jüngsten Trend hier dann nochmal verschärft hat. Also diese Rechtecksbewegung nach oben hin durchbrochen. Dann 5G. 5G ist ja auch noch so eine Geschichte. In Deutschland sind wir noch bei der Auktion. Also sind wir noch bei der Auktion, ist natürlich noch die große Frage. Ich gehe nochmal auf die Bundesnetzagentur. Da sieht man ja immer mal wieder, ob da die vier Unternehmen, Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1 Drillisch und auch Telefonica noch bieten. Und wenn wir uns das anschauen, wir sind in Runde 471 vom 5. Juni, also sind immer noch in der Auktion, 6,2 Milliarden aktuell die Höchstgebote. Also da geht das noch munter weiter. Mal schauen, wann das ein Ende findet. Und wenn man sich das anschaut, in Deutschland ist man eben noch bei den Geboten. In der Schweiz gibt es schon ein funktionierendes 5G-Netz. Also hier verschläft mal wieder Deutschland etwas aufgrund dieser Gebotsgeschichte, weil der Vaterstaat da eben Milliarden einnehmen will und die Kohle fehlt dann eben beim Netzausbau. Das ist eben auch die Geschichte, die wir hier in Deutschland erleben. Und deswegen mal schauen, wann denn hier es mal ein funktionierendes 5G-Netz in Deutschland überhaupt gibt. Aber hier sehen wir ja auch eben diese beiden 5G-Vertreter. Das sind amerikanische Unternehmen, SBA Communications. Hier sehen wir, zack, geht's hier auch wie ein Strich nach oben, von links unten nach rechts oben seit Oktober letzten Jahres, wo wir hier noch unter 150 Dollar waren, sind wir jetzt bei 220 ungefähr. Und dann eben auch Crown Castle, die hier jetzt auch einen kleineren Breakout hingelegt haben, seit Anfang April die 130, die da standhielten, jetzt der Breakout nach oben. Also 5G, auch hier die Geschichte, die wir dort sehen. Und dann war auch eine so eine Trendaktie. Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder auch sowas wie Netflix gesehen, die ja im Verlauf immer wieder neue Hochs gemacht hat und auch eine Wahnsinns-Performance hingelegt hat in den letzten Jahren. Also was Streaming angeht, hier haben wir jetzt Roku, einen weiteren amerikanischen Vertreter, der eben in Amerika das Fernsehen streamen möchte, ohne dass es was kostet. In Amerika muss man ja dafür zahlen, dass man hier Fernsehprogramme hat, und Roku will das eben umsonst anbieten, finanziert sich durch Werbung, und das wird hier scheinbar sehr gut angenommen. Hier hatten wir ja auch den Breakout mit begleitet sozusagen bei Marktanalyse. Da ging es dann eben nach oben auch über die 80 Dollar und jetzt hier kurze Seitwärtsphase der letzten Tage nach oben durchbrochen, heute 6% im Plus. Auch Self-Storage-Lösungen, Public Storage, Extra Space Storage, die hier auch neue Hochs machen, hier auch kleinere Breakouts hinlegen. Also auch das ganz interessant. Ansonsten kann man sagen, ist das Geld auch in den letzten Tagen und Wochen auch in defensivere Titel gewandert. Also eher diejenigen, die gute Dividenden zahlen, die verlässlich sind, da ging die Kohle auch hin. Also das heißt, solche Aktien wie so eine McDonald's in Amerika, wie eine Pepsi, wie eine Coca-Cola, oder in Deutschland hatten wir eine Beiersdorf, die da neue Hochs gemacht haben. Also eher in diese Richtung, um hier ein bisschen Sicherheit auch vielleicht aufzubauen, hat das der ein oder andere Marktteilnehmer getan.
Aber schauen wir erstmal auf die 52-Wochen-Hochs am deutschen Markt. Eine Aktie haben wir vorhin schon gesehen, die CompuGroup. Gehe ich nicht mehr drauf ein. Also nehmen wir die zweite hier, die Bauer AG. Hier ein neues Hoch, ein neues 52-Wochen-Hoch zumindest, kein Allzeithoch. Und sie möchte hier auch diese Phase vergessen machen, die wir seit 2018 erlebt haben. Nämlich, dass wir von über 30 Euro runtergestürzt sind auf nur noch 12. Also haben wir hier eine fast Drittelung unternommen bei der Aktie. 32 Euro war sie im Hoch, auf 12 ist sie runtergelaufen. Nicht ganz eine Drittelung, aber nichtsdestotrotz haben wir hier die Aktie, die da dann so reagiert hat. Wir hatten am Tief oder zumindest hier in der Nähe der Tiefs zwischen 12 und 15, 16 Euro so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation erlebt. Von da an sind wir jetzt eben auch gut nach oben gestiegen und die Aktie hat hier nach einer Konsolidierungsphase, die sich Anfang Mai etabliert hat, hat die Aktie jetzt eben aber auch diese wieder nach oben hin verlassen und die nächste Stufe erstmal gezündet in Richtung 25 Euro und dann, wenn dieser Widerstand hier noch brechen sollte, tatsächlich der Weg eingeschlagen werden kann, hier dieser Hochs, die wir bei 27,65 sehen. Und das wird dann wahrscheinlich nochmal die Feuerprobe für die Aktie. Kann dieses Hoch überschritten werden oder eben nicht? Atos Software, hier auch, geht es wie an der Schnur gezogen nach oben, als wir hier im April oder im Februar, März und April so eine Seitwärtsphase um die 100 Euro ausgebildet haben. Da ist die Aktie eben ausgebrochen und hat sich da dann eben auch nochmal 30 bis 35% Potenzial nach oben erschlossen. Die ist jetzt hier bei 133,50. Hier profitiert die Aktie sicherlich auch von dem EU-Urteil. Der Europäische Gerichtshof hat dort dann eben auch in den letzten, ich weiß gar nicht, 2, 3 Wochen, da gab es die Entscheidung, dass in der EU Arbeitszeiten eben systematisch erfasst werden müssen von den Arbeitgebern. Und es gibt eben viele Arbeitgeber, die das nicht tun. Es gibt eben viele unbezahlte Überstunden in der EU. Und das hat jetzt der Europäische Gerichtshof entschieden. Atos Software, was machen die? Zeiterfassungssoftware. Und insofern, dass hier von diesem Urteil durchaus einer der Profiteure. Und dann haben wir noch das Energiekontor. Hier letzte Woche auch schon der Ausbruch auf neue Hochs. Das setzt sich jetzt fort bei der Aktie, die aber auch zugegebenermaßen ein ziemlicher Nebenwert noch ist. Ja, was sind die neuen Energieaktien, ist die Frage, die reingekommen ist. Also ist es noch Wind, ist es noch Solar, ist es Wasser? Frage ist, oder beziehungsweise das Thema, was in den letzten Wochen immer mehr aufkommt, ist das Thema Wasserstoff. Also, dass man da auch in die Geschichte, in die Richtung sich orientiert, wenn man sich eben auch mal Geschäftsberichte von Autobauern anschaut, dann sieht man dort häufig, dass eben der reine Elektroantrieb nur eine Zwischenlösung wohl ist und man da dann eben auch auf Wasserstoff und Wasser- und Brennstoffzellen eben gehen möchte und dort eben auch intensiv forscht. Also das kann dann zum Beispiel was sein, ohne dass wir jetzt hier auch zum Beispiel Solar mit neuen Technologien auch noch aus den Augen verlieren sollten. Aber da müssen sich auch erstmal die Player dann auch sortieren. Also wenn wir Aktien haben, die da auf neue 52-Wochen-Hochs gehen, dann spricht das für sich. Und insofern diese erneuerbaren Energien, klar,
sollte man nicht aus dem Auge verlieren, aktuell natürlich die Diskussion, CO2-Emissionen zu begrenzen, stark zu begrenzen. Und wenn das weiter anhält, dann muss man sich eben auf die Suche nach den Energien der Zukunft machen. So, das aber erstmal zu den Zukunftstrends und neuen Hochs. Jetzt ein Spezialthema. Da gehen wir auch gleich direkt auf die Kurslisten mit drauf ein. Wir schauen uns Rebound-Chancen an mit der Slow Stochastic. Also der Markt, der natürlich nachgelassen hatte letzte Woche oder in den letzten Wochen schon seit Anfang Mai, das geht natürlich auch nicht spürbar oder spürlos an Einzelaktien vorbei, an Einzelwerten. Und so haben wir eben auch einige gehabt, die nach unten gelaufen sind. Jetzt kann man natürlich schwierig einschätzen, okay, wenn eine Aktie jetzt mal 15-20% verloren hat, ist das jetzt ein Kaufwert, ist das kein Kaufwert? Man muss da natürlich einige Dinge auch mit berücksichtigen. Also zum Beispiel auch newstechnisch gab es da eben auch entsprechende News, die dazu geführt haben, sollte ich also erstmal die Finger weglassen von der Aktie, bis sich da eben das Rumoren so ein wenig gelegt hat, oder aber gibt es da eigentlich keine News, wir sind in Sippenhaft genommen worden vom Markt und die Aktie hat dann wieder Potenzial, irgendwo nach oben zu gehen. Ich möchte jetzt mal was vorstellen mit der Slow Stochastic, wie man entsprechende Chancen sich dann auch erarbeiten kann. Erst einmal grundsätzlich die Slow Stochastic oder die Stochastik an sich. Was macht die eigentlich? Ich nehme mal den DAX als Wert, mit dem ich die Slow Stochastic mal erkläre. Hatten wir im Verlauf der Marktanalyse Live-Webinare ja auch immer mal wieder thematisiert, die Slow Stochastic, einer der am häufigsten fehlinterpretierten Indikatoren, die es gibt. Denn viele, die sich eben wenig mit dem Indikator anscheinend beschäftigt haben und die trotzdem eine Expertenmeinung in Anführungszeichen rausposaunen wollen, sagen, wenn der Indikator über 80 ist, dann sollte man short gehen und wenn der Indikator unter 20 ist, dann sollte man long gehen. Wenn man das macht, dann verliert man bares Geld. Schauen wir uns das mal an. In Strecken, wo der Indikator über 80 ist, schaut mal an, wo der DAX sich da bewegt hat. Hier an der Stelle und der DAX geht nach oben. Hier auch wieder über 80, was macht der DAX? Die Tendenz geht nach oben. Also, wenn der Indikator über 80 steigt, sollte ich einen Teufel tun, hier short zu gehen. Denn das kostet wirklich tatsächlich Kohle. Auf der anderen Seite, wenn er unter 20 ist, genau das gleiche, spiegelverkehrt, sollte ich dann long gehen? Auf keinen Fall. Wenn der das macht, dann fallen wir in der Tendenz weiter. Und das ist ganz einfach, wenn man sich mal mit dem Indikator beschäftigt. Wenn man mal schaut, was hat denn der den kreiert hat, sich dabei gedacht und was sagt der Indikator aus, dann ist das ganz logisch, dass das eben eine sehr, sehr schlechte Idee ist, wenn man den nimmt und wenn er über 80 steigt, dass man dann eben eher short geht, dass das eine katastrophale Idee ist. George C. Lane hat den entwickelt und er wollte mit einem solchen Stochastik-Indikator, egal ob wir jetzt die Fast- oder die Slow-Stochastik nehmen, ausdrücken, er möchte sozusagen sehen, wenn sich ein Markt, ein Wert in einem Aufwärtstrend bewegt,
dann hat er eigentlich die Tendenz, nahe seiner Hochs zu schließen in einem starken Aufwärtstrend. Oder wenn er in einem starken Abwärtstrend ist, hat er die Tendenz, nahe seiner Tiefs zu schließen. Und wenn der DAX jetzt in dem Falle nahe seiner Hochs schließt und das dann möglicherweise auch ein paar Perioden hintereinander macht, dann ist der Wert des Indikators, des Stochastik, eher hoch, also in Richtung 80, 90 oder so. Und wenn der Markt, also eher in dem Fall der DAX, nahe seiner Tiefs schließt und das auch ein paar Perioden hintereinander immer wieder macht, dann sind wir eher im Bereich von 20 und tiefer. Also signalisiert ein Wert von unter 20 eher, wir sind in einem starken Abwärtstrend. Werte über 80 signalisieren, wir sind in starken Aufwärtstrend. Und wenn man sich dann eben einfach nur mal das Sprichwort verinnerlicht, the trend is your friend, dann weiß man genau, wo die Reise eben nicht hingehen sollte. Wenn wir nämlich in solchen Phasen sind, wo der Indikator hier auch sehr lange dann auch mal über 80 oder unter 20 bleiben kann, dass man da eben auf keinen Fall so short gehen sollte. Oder eben auf der anderen Seite unter 20 long gehen sollte. Das, was man sich eher überlegen kann, ist, wenn diese 80 wieder verlassen werden, also wenn wir die unterschreiten sollten oder die 20 überschreiten sollten, dass wir dann eher mal gucken können, können wir da nach oben was machen. Und so wäre die Tendenz, Rebound-Chancen zu suchen. Wenn wir hier eben Aktien, die geprügelt worden sind, die nach unten geprügelt worden sind, sehen und wenn der Indikator dann zeigt, der ist jetzt mal wieder über 20 gestiegen, dann wäre das eine mögliche gute Wahl. Also schauen wir uns mal den ein oder anderen Wert an. Hier Norma Group. Die haben jetzt hier so einen Rebound erlebt. Hier ganz klar ein Morningstar, der sich jetzt hier etabliert hat in den letzten 4 Tagen. Also hier die rote Kerze, die sich da letzte Woche Freitag, dürfte das gewesen sein, etabliert hat. Dann am Montag tiefer eröffnet, also mit einer kleinen Kurslücke. Wir sind nach unten gelaufen, haben aber mehr oder weniger so ein Doji ausgebildet. Dann gestern wieder höher eröffnet, einen starken Tag gehabt, das ist dann eben ein Morningstar, der dann eben auch absolut gesehen neue Tiefs gemacht hat, da ist die Aktie unter 34 gelaufen. Und seitdem hat sie sich in Richtung 36 bewegt. Dann kann man durchaus mal einen Filter mit einbauen, man nimmt die Slow Stochastic und schaut, ist sie denn jetzt hier irgendwo über 20 unterwegs gewesen? Und dann sehen wir schon, ja, in solchen Rebound hätte ich da vielleicht auch vertrauen können, denn die Aktie ist hier schon vorher über 20 gelaufen. Also sie hat dann auch ein sozusagen dieses Signal unterstützt, dadurch, dass wir hier nicht unter 20 waren. Und so kann man sich die ganze Geschichte dann auch anschauen. Also wenn wir jetzt hier auch noch dieses Zwischenhoch überschreiten, würde mich nicht wundern, dass wir hier bei der Aktie vielleicht auch nochmal über 80 im Indikator laufen, nicht im Kurswert, ich meine im Indikator die Zahl 80 und dann hier möglicherweise eine ganz gute Aufwärtsbewegung nochmal etablieren können. Also so eine Geschichte, Rebound mit der Slow Stochastic immer wieder anschauen. Oder auch hier jetzt mal so eine Patrizia Immobilien, die hat so eine ähnliche Geschichte jetzt gemacht. Sieht auch so aus wie so ein Morningstar mehr oder weniger. Schauen wir doch mal da drauf, ob die Slow Stochastic da schon auch das Ganze mit befeuert oder eben nicht. Und da bei der Patrizia sieht die Geschichte noch etwas anders aus. Wenn wir hier den Indikator uns anschauen, dann sind wir hier noch unter 20. Und insofern möglicherweise nicht die beste Geschichte, um das hier auch möglicherweise noch etwas länger mitzuspielen. Oder wie sieht es denn eigentlich bei der Deutschen Bank aus? Das ist ja auch so ein Wert, der tendenziell immer weiter fällt.
Das mit der Slow Stochastic. Montag ein Hammer, auch sowas wie ein Morningstar ausgebildet und die Aktie hier im Slow Stochastic Wert, die jetzt über 20 gelaufen ist. Also möglicherweise hier könnte sich eine etwas weitere Erholungsbewegung noch anschließen. Mal schauen, ob das so stattfindet. Insofern Filtermöglichkeit, eben nur diejenigen Rebound-Chancen sich möglicherweise anzuschauen, wo dieser Wert der Slow Stochastic dann auch über 20 mit in der Folge steigt. Eine Leoni können wir auch mal gucken. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Ja, da müssen wir nicht viel drüber verlieren an Worten, was mit der Aktie passiert ist in den letzten Monaten, von über 60 in Richtung ja jetzt 13, 78 oder 87 besser gesagt. Also das ist auch eine Kursperformance, die man eher nicht im Depot haben möchte, wenn man hier auf der Long-Seite unterwegs war. Und jetzt hier mal gucken, jetzt ist hier auch seit einiger Zeit die Aktie im Slow Stochastic-Bereich über 20 gelaufen. Möglicherweise haben wir hier noch eine kleine Wegstrecke nach oben zurückzulegen. Oder eine BASF. Jetzt auch gestern auch einen starken Tag hatte. Das macht die Stochastik. Jetzt hier auch angehoben, abgehoben in Richtung über 20. Also auch hier. Gut. Und was man eben nicht machen will, das, was ich gerade angesprochen habe, fällt der Wert unter 20, long zu gehen. Das wäre hier auch bei der BASF teuer geworden. Wenn wir uns das anschauen, dann wären wir wahrscheinlich irgendwo, als der Indikator unter 20 gefallen ist, bei 66 gewesen. Die Aktie ist in der Folge in Richtung 58 gefallen. Also das wäre dann mal wieder ein Trade zum Vergessen gewesen, hätte man das gemacht. Und insofern heißt es hier Augen auf bei der Indikatorwahl. Und vor allen Dingen sollte man den Indikator auch kennen, was er aussagt. Das zum Spezial. Jetzt schauen wir nochmal auf unsere Kurslisten bzw. Kursliste. Vielleicht arbeiten wir noch die ein oder andere Rebound-Chance ab, bevor wir dann auch mal auf die Breakout-Situation gehen. Denn ich habe ja hier diese Rebound-Liste. Wer letzte Woche dabei war, sieht, dass die ja auch viel mehr gefüllt ist als das, was wir vorher hatten. Da können wir vielleicht die ein oder andere noch rauspicken. Was ganz interessant ist, ich nehme hier vielleicht nochmal zwei. Pfeiffer Vacuum. Was bildet die ab? Ein Candlestick-Signal. Ein Bullish Engulfing. Also wer jetzt da noch schaut, der wartet vielleicht noch auf den morgigen Tag, ob wir das heutige Hoch überschreiten. Und dann hätten wir hier auch diese Rebound-Geschichte bei der Pfeiffer Vacuum. Und wer dann eben auch möchte, der nimmt eben hier sowas wie die Slow Stochastic mit zu Rate und sieht, ja, da müssen wir vielleicht nochmal abwarten, also noch nicht heute blind reingehen. Hier sind wir noch unter 20. Wenn wir die 20 überschreiten, dann wäre das eine möglicherweise gute Geschichte. Auch hier bei so einem Hammer, der sich ja hier vorher schon etabliert hat, wäre ja auch der eine oder andere möglicherweise schon mit aufgesprungen. Wenn wir aber auf die Slow Stochastic sehen, die war unter 20, also noch keine Rebound-Chance. Insofern auf die Watchliste. Morgen schaffen wir es, das heutige Hoch zu überschreiten. Schaffen wir es dann auch eben mal mit der Slow Stochastic über 20 zu laufen, kann das eine gute Geschichte werden. Und dann die Siltronic. Gleiches Bild.
Bullish Engulfing, die gestrige Kerze hat die vorgestrige umschlossen, zumindest Eröffnungs- und Schlusskurs von vorgestern komplett umschlossen, heute neues Hoch gemacht. Mich würde es aber jetzt nicht wundern, wenn wir bei der Slow Stochastic auch noch unter 20 sind, jawohl. Insofern dürfte hier noch dieser Schwung fehlen, dass wir hier auch das erreichen. Und auch eine Wacker Neuson, die durchaus auch fundamental interessant ist, denn die Geschäftszahlen haben ja auch im Jahresvergleich gepasst. Nichtsdestotrotz hat sich die Aktie hier, wenn man sich das mal anschaut, von weit über 30, hier bei 34 fast, ja auch deutlich nach unten entwickelt. Im Tief waren wir dabei 16. Und jetzt haben wir hier auch eine Rebound-Situation. Jetzt achten wir auf den Indikator. Jawohl, 20 hier soeben überschritten. Also das könnte hier auch noch für einen weiteren Rebound nach oben sorgen. Mal schauen, ob wir morgen dort auch höher unterwegs sein werden. So, das zu den Rebound-Chancen. Jetzt schauen wir mal nach links. Breakout. Wir können ja auch solche Geschichten, wir haben eine Korrekturbewegung erlebt, die hat jetzt möglicherweise ihr Ende gefunden und kann dazu führen, dass wir neue Hochs machen. Das wäre natürlich auch eine solche Geschichte und da möglicherweise prädestiniert die Carl Zeiss Meditec, die hier erstmal an den 90 Euro gescheitert ist und dort nach unten gelaufen ist. Und es ist etwas passiert, was seit einigen Tagen bzw. Wochen gar nicht mehr passiert ist. Nämlich seit dem 20.05. haben wir mit den Kerzen ja immer wieder eben nicht per Schlusskurs ein höheres Hoch gemacht, sondern sind da immer weiter nach unten gefallen. Und heute haben wir eben das gestrige Hoch auch per Schlusskurs überboten. Und das ist eben eine ganz andere Struktur, als wir die eben seit dem 20.05. erlebt haben. Also möglicherweise hier bei der Carl Zeiss Meditec, die dann eben hier auch sowas wie ein Hammer am gestrigen Tage ausgebildet hat, neues Mehrperiodentief und dann jetzt hier ein höheres Hoch im Vergleich zu gestern, also die 90, die da möglicherweise wieder attackiert werden und damit einen kleineren Breakout gelingen kann. Dann letzte Woche, auch schon angesprochen, die AMD hat da Stärke gezeigt an dem einen oder anderen Tag und sie bereitet sich hier vor. 30 Dollar, letzte Woche schon angesprochen, da hatten wir hier schon mal eine oder vorletzte Woche besser gesagt, letzte Woche war es der 29., da hatten wir Marktanalyse live, da hatten wir ja hier am 28.05. diesen 10% Sprung bei der AMD und hier fehlt nicht mehr viel und wir haben eine Breakout-Situation, genau genommen 29,95, die müssten geknackt werden, im Idealfall per Schlusskurs und dann hat die Aktie hier wieder auch diese 2018er Hochs im Blick. 34 Dollar, man ist da mit neuen Produkten unterwegs, Prozessorgeneration, da geht es eine Generation weiter, man jagt Intel Marktanteile ab, also die Geschichte scheint erst einmal zu stimmen, charttechnisch gesehen muss eben hier auch noch geliefert werden. Dann sehen wir,
wie ich ja schon angesprochen habe, auch durchaus ein Shift wieder hin zu defensiveren Titeln. Also ich habe es ja angesprochen, so eine Pepsi, die ja seit einiger Zeit Stärke zeigt, die ja hier schon vor einigen Wochen diesen großen Breakout hier geschafft hat, im über 123 auch hinauszugehen, jetzt bei 131, also kurze Konsolidierung und zack, neue Hochs gemacht. Das ist also eine gute Geschichte. Oder eben hier eine McDonald's, auf die man auch noch schauen kann. Was ist eigentlich mit der los? Die hat jetzt hier seit einiger Zeit es nicht geschafft, über die 200 Dollar so wirklich zu kommen. Wenn sie jetzt hier den Breakout schaffen sollte, umso besser. Und die zeigt ja auch Stärke. Also wer eine McDonald's langfristig im Depot hat, der ist da natürlich extrem zufrieden mit. Auch wenn wir uns hier mal diese Tiefs anschauen, die wir 2003 gesehen haben. Also wer da in der Nähe von 12 oder von 15 Dollar von mir aus eingestiegen ist und der ist jetzt bei 200, der hat mehr als eine Verzehnfachung hingelegt. Insofern hier solche eher defensiven Titel, die auch eine solide Dividende ausschütten, langfristig gesehen natürlich das, was man im Depot haben möchte. Eine Vinci, schaut euch die an, die klebt an den 90. Die 90 wurden aber noch nicht nachhaltig überschritten. Das muss hier das nächste Ziel sein. Also auch hier Breakout-Situation bei den 90 Dollar. Und so wirklich absetzen konnte sich die Aktie hier von den 2017, 2018er Hochs bei 88, 89 Euro noch nicht. Jetzt fehlt eben der Move, die 90 noch zu überschreiten. Defensiv ist Trumpf, wohl auch bei Walmart. Hier brodelt es auch. Die Aktie hatte es bis jetzt nicht geschafft, hier die Hochs von dem Quartalsbericht, der im Februar veröffentlicht wurde, zu überschreiten. 104,18 Dollar. Jetzt kommt hier der Breakout. Zumindest sind wir bei der Situation. 104,20 Dollar sind wir aktuell. Also wenn die das schaffen kann, ist das auch ein Statement. Und dann haben wir hier diese Hochs bei 106 Dollar noch vor uns. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht auch nochmal in Richtung 110 laufen können. Also auch hier Breakout-Situationen, die da sind und wo die eine eben auch zu anderen führen kann. Am deutschen Markt kann die Ströer interessant werden. Wenn wir hier mal schauen, oberhalb der 65, um genau zu sein bei 66,40, haben wir die bisherigen Hochs gesehen, die wir im Jahr 2018. Okay, sag mir einfach, wonach du suchen möchtest. Das war Siri. Die wir 2018 gesehen haben, 66,40, und dann ging es erst einmal deutlicher bergab, aber in den letzten Wochen und Monaten, eben auch seit Ende 2019, haben wir hier, Ende 2018, haben wir hier wieder den Weg zurück nach oben gesucht und jetzt kann der nächste Angriff durchaus auch noch erfolgen. Also Chancen gibt es natürlich auch. Es gibt immer wieder Aktien, die sich positiv entwickeln, wenn der Aktienmarkt, der Gesamtmarkt sich negativ entwickelt. Also immer wieder auf der Suche sein, sowohl was eben hier auf solcher Breakout-Seite angeht, aber vielleicht auch bei den Aktien, die mal geschwächelt haben, wenn eben die Rahmenbedingungen passen. Also Rebound-Chancen auch mal sich anschauen. Ist noch eine Frage zur Evotec gekommen
die ich noch in der Kürze der Zeit schnell mal anschaue. Wie sieht es denn damit eigentlich aus? Das ist vermutlich die falsche Evotec gewesen. So, hier haben wir die Euro-Indikation. Zack. Wie sieht es hiermit aus? Hier haben wir ja auch die Aktie gehabt, die eben 2017 schon hier diese Wahnsinnsperformance hingelegt hat von weit unter 10. Da waren wir irgendwo bei 6,60 Euro, hat sich die Aktie aufgemacht hier in Richtung 22,50 und sich damit fast vervierfacht, eben seit diesem Februar 2017 Tief, dann aber wieder deutlich abgeschwungen hat, also sich dann auch nochmal halbiert hat fast und nach einer Stabilisierungsphase auch nochmal den Ausbruch gewagt hat, der aber dann auch wieder gescheitert ist und wir wieder deutlich korrigiert haben. Wir aber jetzt im Februar und März auch nochmal den Ausbruch hier geschafft haben. Also Volatilität ist da natürlich ganz klar vorhanden. Wir haben immer wieder auch deutliche Korrekturen erlebt, die die Aktie da auch anstellt. Und jetzt haben wir eben auch wieder die Phase, wir befinden uns in einer Korrektur seit dem 8.4., seit dem Hoch bei 25,83 und jetzt haben wir erstmal so ein 1, 2, 3 abwärts ausgebildet, aber noch kein wirkliches Signal nach oben erlebt. Also hier haben wir die Aktie, die da immer noch im Konsolidierungsmodus unterwegs ist und ohne ausreichend Signale, um jetzt wieder freundlicher in Richtung 25,80 zu schauen. Das muss man da eben auch ganz klar sagen. Wichtig wird hier sicherlich noch der Widerstand oder die Unterstützung, besser gesagt, bei 20 Euro ungefähr. Da haben wir immer wieder Kurse gehabt, die eben da in die eine oder andere Richtung abgeprallt sind. Insofern muss das hier noch nicht vorbei sein mit der Konsolidierung. Insbesondere, wenn man sich auch die Vergangenheit anschaut, da haben wir immer mal wieder auch schärfer konsolidiert. Auch immer so dreiwellig. Hier zum Beispiel. Und wenn wir jetzt hier auch wieder so eine Dreiwelligkeit erleben, entweder hier, Fragezeichen, jetzt schon das Tief gesehen, oder wir dippen da nochmal tiefer. Und was die Aktie eben auch immer wieder bei den Konsolidierungen gemacht hat, sie ist da tatsächlich auch in Richtung solcher Unterstützungen auch gelaufen und hat dann sich stabilisiert. Also Unterstützungsbereich hier, die Geschichte, die wir hatten, in Richtung 14 bzw. 15 Euro, dann hat das gehalten und wir sind nach oben gelaufen. Also in der Richtung hat sich die Aktie immer wieder orientiert und so haben wir das jetzt eben auch schon, auch wieder jetzt hier in einen Unterstützungsbereich eingetreten mit dem Tief am Montag. Mal schauen, ob es dann auch tatsächlich schon das Tief war oder ob wir da nochmal tiefer fallen. Wie gesagt, ein Trading-Signal in Long-Richtung waren die letzten zwei Tage jetzt hier nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich auch die Kerzen anschaut, eher rot, also eher im Handelsverlauf immer wieder schwächer geworden. Hier muss man noch abwarten, wo die Reise hingehen kann. So, abschließend noch ein kleiner Blick auf die Wirtschaftsdaten. Also, was steht noch an diese Woche? Welche Daten können noch für Kurssteigerung oder Kurssenkung stehen? Das werden wir jetzt mal eben unter die Lupe nehmen in den letzten zwei, drei Minuten, um dann auch zu gucken und den Abschluss eben auch zu finden
für diese Woche Marktanalyse Live. Was haben wir gesehen? Wir haben hier in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und dann eben auch in der EU den Einkaufsmanager-Index gesehen für den Dienstleistungssektor. Hier im Großen und Ganzen, außer in Frankreich, besser als erwartet ausgefallen. Das kann man sagen. Und das hat dann eben auch durchaus nochmal einen positiven Schub gebracht. Wenn wir uns die USA anschauen, wir haben jetzt ja wieder Anfang Juni, also Anfang des Monats, was kommt immer raus? Der Arbeitsmarktbericht. Vorläufer des Arbeitsmarktberichts sind die ADP-Daten. Also der größte Lohndienstleister in den USA bringt dann immer mittwochs die Zahlen. Der eigentliche Arbeitsmarktbericht kommt dann am Freitag raus. Und wenn wir uns das anschauen, dann alles andere als positiv. Prognose 185.000 und aktuell sind es nur 27.000, die da entsprechend stehen bei ADP. Das also eher schlecht. Dann der Dienstleistungssektor, auch der Einkaufsmanager-Index in den USA um 16 Uhr veröffentlicht, der ISM, leicht besser ausgefallen oder deutlich besser ausgefallen, muss man sagen, als erwartet. Also hier Service, Software, Service-Gesichtspunkte greifen hier schon noch ganz gut, aber mal schauen, ob wir diese Tendenz auch in den nächsten Wochen noch sehen werden. Heute Abend, 20 Uhr, das Beige-Book der FED, der Konjunkturbericht der FED, der da veröffentlicht wird. Also hier wird man da natürlich auch mit Argusaugen drauf schauen, was sagen denn die Notenbanker und wo kann die Reise da auch hingehen. In den nächsten Tagen Auftragseingang Industrie in Deutschland, morgen um 8 Uhr. Wir sehen das Bruttoinlandsprodukt für Q1 in dem europäischen Wirtschaftsraum. Das ist aber endgültig, also nicht die erste Veröffentlichung. Hier erwartet man keine großartigen Überraschungen. Überraschung wäre, wenn die EZB morgen die Zinsen erhöhen würde. Damit rechnet natürlich keiner und insofern wäre das natürlich umso größer die Überraschung, aber auch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. 13.45 Uhr, da haben wir den EZB-Zinsentscheid und natürlich wird da erwartet, dass alles gleich bleibt. 14.30 Uhr, erste und fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, die da kommen, also auch mal wieder was, was eben Arbeitslose angeht, was die Beschäftigtenzahlen dann eben auch angeht, die da veröffentlicht werden. 14.30 Uhr folgt dann eben auch nach der Zinsentscheidung der EZB die Pressekonferenz. Und so schließen wir dann mit dem Freitag Erzeugung im produzierenden Gewerbe um 8 Uhr in Deutschland. Dann haben wir hier noch ein paar Daten aus europäischen Ländern, Frankreich mit der Industrieproduktion für den April. Italien bringt die Einzelhandelsumsätze raus. Frankreich ist um 8.45 Uhr dran, Italien um 10. Und dann eben der Arbeitsmarktbericht der USA, der da sicherlich auch mit Spannung erwartet wird, nach dem, was wir hier bei dem ADP-Bericht gesehen haben. Neu geschaffene Stellen ex agrar natürlich, die Arbeitslosenquote und auch die durchschnittlichen Stundenlöhne. Mal schauen, was das gibt. 180.000 sind erwartet an neu geschaffene Stellen. Mal gucken, ob das auch im Rahmen der Erwartungen liegt, über den Erwartungen oder wie der ADP-Bericht möglicherweise auch darunter. Ein Blick auf Quartalszahlen. Hier haben wir heute auch wieder einiges gesehen. Campbell Soup zum Beispiel, die ja auch im Bereich Lebensmittel unterwegs sind, auch was so Suppen und Fertiggerichte angeht, da unterwegs sind. Die haben Zahlen schon gebracht. In Deutschland ziemlich wenig. Und wenn wir mal in Richtung Hauptversammlung nach unten schauen, dann sehen wir einige, die heute stattgefunden haben oder aber auch noch eben morgen und übermorgen stattfinden. 6.6., was sehen wir hier? Gerresheimer, Rocket Internet, Xing beispielsweise, die hier mit
der Hauptversammlung aufwarten und am Freitag dann als größerer Player am deutschen Markt noch die Deutsche Pfandbriefbank. So, und jetzt war es das für heute. Ich wünsche euch allen natürlich noch eine schöne Woche, erfolgreiche Trades und erfolgreiche Investments. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch ein extra langes Wochenende, also nicht nur am Montag frei, sondern vorher schon oder nachher. Deswegen auch schöne Pfingsten. Insofern, wenn noch Fragen sind, gerne an akademie@sbroker.de. Da gehe ich dann gerne drauf ein. Also, bis dahin. Ciao.